Willkommen zu Yu-Gi-Oh! Legacy. Oh, Hitze! Ja, so habe ich mich auf jeden Fall die letzten Tage gefühlt. Heute ist übrigens Freitag. Und es ist schon richtig warm. Wir hatten heute 30 Grad. Wir hatten die letzten Tage auch so um die über 30 Grad. Ihr seht, ich habe noch nicht mal seit der letzten Folge gefarmt. Aber ist auch noch nicht so wild. Wir wollen jetzt französisch Twist machen. Und ich will ja auch noch ein bisschen labern. Ja, gut, jetzt geht das auf jeden Fall mit den Iliastern los. Ich werde es ein bisschen langsam laufen lassen. Ihr könnt ein bisschen lesen. Wenn es halt zu schnell geht, stoppt ihr einfach mal. Aber die meisten sollten die Story eigentlich schon kennen. So. Ja, jetzt geht es halt auch um das neue Turnier und alles und dass die Iliaster denn die Welt beherrschen wollen und halt, glaube ich, so ähnlich war halt, und dass die drei oh, Jack, Crow und Yusei unbedingt die drei besiegen müssen und alles. Und da kommt ja auch dann die Cherry ins Spiel, die ja auch dann, wo sie dann auch später diesen TG-Typen treffen, der halt dann auch, oh, wie heißt das, mein Gott, ey, dieses TG-Deck spielt, ich kenne mich gerade gar nicht mehr aus, Blackout gerade. Ja, Benutzerdeck. Wir wollen mit einem richtig alten Deck spielen, was ich jetzt schon ganz, ganz, ganz am Anfang gebaut hatte. Ja, Benutzer, warte mal. So, genau, mit göttliche Feen wollen wir nämlich spielen. Ja, wer mein neuestes Video auch schon gesehen hat, weiß auch schon, dass die Banlist schon draußen ist, die neueste. Wovon die meisten auch wieder sagen, Emergency Banlist, weil halt, ja, musste halt kommen. Einfach mal. Ist ganz okay, wie sie, wenn es gekommen ist. Jo. Des Weiteren hat ja als auch Pokémon Platin bei mir angefangen. Was ich so als kleines Wochenendprojekt machen möchte. Und wir haben die schrecklichste Hand ever. Auf jeden Fall. Ich will mich gucken, in den Friedhof, obwohl der gerade drin ist. Ja, ich bin gerade voll durch den Wind. Ich war gerade übrigens auch noch draußen noch ein bisschen Pokémon Go farmen. Will ich jetzt auch wieder ein bisschen, weil es ja auch eben so heiß ist. Ja, da habe ich dann auch vorhin gemerkt, dass ja jetzt auch Eventenall da draußen ist und dass jetzt mehr Gestein-Pokémon kommen. Und vor allem, dass das Endivien-Nest, was bei uns war, hat sich dann in Glumanda-Nest verwandelt, was ich persönlich natürlich super toll finde. Ich hatte schon ein paar Glumanda-Bonbons, bin jetzt auf knapp 100 Bonbons gekommen. Ja, ich geh die Tage nochmal raus, hole noch ein paar Stückchen und werde dann auch bald meinen Glurak haben. Finde ich nice, auf jeden Fall. Und genauso nice ist es auch, dass wir gerade in einem Zug Slifer holen. Auch wenn er denn nur so um die 3000 Punkte hat. Aber ja, ein Slifer ist ein Slifer, würde ich mal behaupten. Ist schon ganz ordentlich. Klappt zwar auch nicht immer die Combo, aber wenn sie mal klappt, ist es schön. So. Ja, eigentlich habe ich auch gar nicht mehr allzu viel zu erzählen. Ja. Übrigens, Sommerzeit heißt ja auch weniger Videos bei mir. Ist halt leider einfach so, weil bei der Hitze kann ich nicht so viel aufnehmen. Das bringt mich um. Da bin ich auch lieber draußen, ganz ehrlich. Ist aber auch verständlich. Vor allem heute 30 Grad. Zum Glück ist heute der letzte Tag nach Wetterbericht, an dem es so verdammt heiß sein soll. Ja, mal gucken, wann das wieder so kommt. So. Wir können ja mal ein bisschen über Slifer reden eigentlich. Jo, Slifer. Slifer, der Gott, der von Yugi gespielt wurde. Ganz am Anfang von Marik. Die Schwächen sind halt wirklich die Handkarten eigentlich. Bei der Beschwörung hat er überhaupt keine Schwäche, da kann gar nichts aktiviert werden. Und ja, beim Angriff und alles ist halt auch wieder blöd. Da kann halt wieder alles wirken. Wobei, ja gut, der schützt halt vor Karteneffektzerstörung, das ist ganz okay, der Hügel. Finde ich schon ein ganz tolles Upgrade für die Götter. Aber es fehlt halt trotzdem irgendwie noch so ein besonderer Gottheitsstatus. Und der Effekt, der sich halt aktiviert, dass er die
2000 Angriffspunkte wegnimmt, aktiviert sich leider auch nur dann, wenn das Monster in Angriffsposition kommt. In Verteidigung eben gar nicht. Ist halt auch wieder so ein kleiner Schwachpunkt, dass man einen Gegner dazu bringen muss, seine Monster in Angriffsposition zu specialen. Ja. Aber ist eben in meinen Augen der zweitbeste Gott. Der beste ist eigentlich Obelisk. Einfach mal, weil er die Handkartenschwäche nicht hat und somit auch 4000, 4000. Ist auch schon mal ganz ordentlich. Ein Pott. Pott wollen wir auf jeden Fall aktivieren. Jo, das ist auf jeden Fall ganz cool. Boah, wir nehmen den Dark-Mythischen. Mein Gott, ey. Ja, doch, den dunklen Magier. Ja. Den Chaos-Magier. Einfach so. So. Haben wir gewonnen. Schöne. Schöne Scheiße. Nicht wahr? Nein, Spaß. So. Übrigens will die Sherry auch, dass der Yusei in ihr Team kommt, was er allerdings ablehnt. Oh, wir kriegen ja schon einiges, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Edle Ritter kriegen wir ja auch noch, was mich überhaupt nicht interessiert. Am Rande der Eliminierung, Teil 1. Okay, spielen wir auf jeden Fall mal eine Runde. Das müsste jetzt das erste Match sein gegen das Team Unicorn. Ach, hier mal Bruno, genau. Der Typ, der aus der Zukunft kommt und der auch noch so das TG-Ding da spielt. So, der übrigens hier auch im 5Ds Anime den Mechaniker gespielt hat. Soweit ich weiß. Glaube ich, der war irgend so ein Top-Mechaniker oder soweit, glaube ich, war das. Weiß ich jetzt aber auch nicht mehr. So. Und übrigens zeigt der auch Yusei die Schnellsynchro-Beschwörung. Wir spielen einfach noch eine Runde mit göttlichen Feen. Einfach mal, warum nicht? Gegen André. Oh, jetzt muss ich überlegen, welcher von den drei Typen das überhaupt war. Wobei, ich finde, Team Unicorn war eigentlich schon ganz cool. Die hatten auch diese drei Einhörner da eingeführt. Und da gab es auch dieses eine Einhorn, wo, wenn es zerstört wird, glaube ich, sieben Karten zerstört hatte. Nee, auf Friedhof gelegt hat von beiden Spielern. Wo er halt damit versucht hätte, auch den Gegner Decktor zu bringen. Und allgemein diese Teamduelle, was man denn auch, ich glaube, es war nur in 2011, ich glaube, nur World Championship 2011 hat man gespielt. Hatte man halt auch solche Duelle gehabt, in der Story jedenfalls, wo man dann halt wirklich also halt gegen drei Duellanten antreten konnte und alles. War auf jeden Fall ganz cool. Ist aber auch schon wieder recht alt, das Spiel. Gut, so viel will ich jetzt eigentlich gar nicht machen. Eigentlich will ich, dass er mich angreift, damit ich da nichts so Nobles beschwören kann. Also eigentlich ja schon. Was halt auch noch so ein Markenzeichen von den, mein Gott, ey, Team Unicorn ist, dass die halt nur Ungeheuer spielen. Das merkt man halt richtig, wenn man sich die Decks anguckt. Die spielen wirklich nur Ungeheuer. So, wie fast du überhaupt? Was kannst du überhaupt eigentlich? Wenn der Main fällt, kannst du ja noch sagen, K. Jedes Monster, das du kontrollierst. Okay, ist nicht schlecht. Okay. Gut. Achso, wir haben ja jetzt zwei. Beschwörst du auch von der Hand? von deiner Hand oder deinem Deck? Ja, aber nicht vom Friedhof her. Gut. Können aber trotzdem Obelisk rausrufen. Auf jeden Fall nicht schlecht. Eras Schüler ist halt auch so ein richtig geiles Upgrade. Wobei ich allerdings, ich glaube, als der in dem Pack rauskam, Dragons of Legends, glaube ich, müssten wir mal durchlesen, ich habe beide Versionen hier, dass der auch aus dem Friedhof rufen kann. Hätte ich jetzt jedenfalls so in Erinnerung. Aber okay, wäre auch ein bisschen zu OP, wenn Handdeck und Friedhof.
Aber Hand und Deck ist eben auch cool. So. Greifen wir mal mit Obelisk an. Call. Ja, ich trinke nebenbei noch ein bisschen was. Ich meine, ich habe in der Wohnung locker 25 Grad. Wenn nicht sogar ein bisschen weniger. Ich meine, ich habe ja gut gekühlt. Den Call. Ja, blöde ist halt, der Radschüler bringt halt nichts aus dem Friedhof wieder zu beschwören. Wenn der Effekt eben nicht aus dem Friedhof kommt. Oder wenn er halt die aus dem Friedhof nicht holen kann. Ganz ehrlich, diesen Hund, der jetzt gerade kam. Marun, der mechanische Hund, wie der jetzt hieß, den Effekt verstehe ich überhaupt nicht. Also, ich meine, was bringt es dir bitte, dass wenn er auf dem Feld liegt, zerstört wird und dann wieder ins Deck zurückgemischt wird? Das bringt doch überhaupt nichts. Vielleicht kann man damit irgendeine schöne Combo oder irgendwie sowas machen, aber in meinen Augen ist das wirklich ein ziemlich sinnloser Effekt. Wir haben Ra. Vor allem die Götter gibt es übrigens nur in den Versionen, wie ich sie jetzt hier gerade habe im Spiel. Von denen gibt es halt überhaupt keine anderen Versionen hier, also Artwork-Versionen. Deswegen ich Ra auch wirklich so ein bisschen am hässlichsten finde. So ein bisschen. Aber nun gut, ist halt so. So. Ein Hügel. Ich wollte gerade sagen, wir brauchen mal so langsam einen Hügel. Damit wir ein bisschen mehr Damage anrichten. Oder damit wir überhaupt mal Damage anrichten. So. Ist halt auch wieder der Nachteil an dem Deck. Du hast halt eigentlich nur ein Monster auf dem Feld. Das kriegt man aber auch ehrlich gesagt nicht anders hin. Dass man hier mehrere Monster spielt. Jedenfalls nicht mit den Karten, die ich zurzeit habe. Mir fehlt ja auch noch ein ganzer Haufen. So. Upstart Goblin. Raigeki. Wir könnten das Ganze noch ein bisschen beschleunigen, aber. Nö. Heben wir uns noch auf. Kann ja noch wichtig werden. Und der verteidigt sich auch nur noch. Also, ja. Wird so ein bisschen langweilig, wa? Nee, oder Gag, ich spielen wir noch nicht. Spielen wir noch nicht. Noch nicht. Lohnt sich noch nicht. Noch nicht wirklich. Eine Verdeckte. Ist ja auch mal selten bei ihm, dass er mal Verdeckte spielt. So, Trade in. Pot und Maxi. Mal gucken, was wir da durch Pot bekommen. Ein Pot. Dark Magician of Chaos. Den wir nicht rufen können. Und noch ein Pot. Ja, toll. Also, wow. Tolle Auswahl. Richtig toll. Egal. Ja, jetzt machen wir einfach schon mal Raigeki. Dann spielen wir noch den Maxi und dann haben wir gewonnen. Wobei, Maxi hat 500. Ja, okay. Ah, Scheiße. verklickt. Missklick. Toll. Sündenböcke. Ja, okay, wir ziehen eine Karte. Warum nicht, wa? Ach ja. Ja, die eine Karte bringt ja viel. Sehr viel. Hä? Zählt das bei Spielmarken nicht, ne? Erhält, wenn sie Karte. Ach so, ja, okay. Durch Kampf zerstört und auf den Friedhof gelegt wird. Ja, okay. Tokens werden ja nicht auf den Friedhof gelegt nach der Kampfzerstörung. Die verschwinden ja dann wieder im Nix. So wie ihr gerade gesehen habt. Ist halt so. Ach ja. Na gut, wir richten ja eh noch Schaden an. So. 1000 Damage. Wobei ich weiß gar nicht, ob es hier schon den Kugelmodus und Zähre, doch Zähre-Modus gibt, glaube ich. Müsste ich auch mal nachgucken. Aber gut, interessiert mich jetzt auch nicht so sehr.
Call, holen wir uns die, ja, die Kugel wieder zurück, ja. Und holen dann den Dark Magician auf Chaos. Und dann müssen wir uns nur noch für eine Zauberkarte entscheiden, die wir haben wollen. Im Ende des Spielzugs. Ist halt der kleine Nerf, den er jetzt bekommen hat. Boah, den er schon vor einer Weile bekommen hat. Dimensionsgefängnis, wow! Leck mich am Arsch, ich will meine Zauberkarte. Ja, toll. Dimensionsgefängnis, gute Karte auf jeden Fall damals, aber heutzutage nicht mehr so gut. Einfach mal, weil sie zielt. Ich glaube, aus dem Friedhof können wir die ja nicht holen, wa? Aber aus dem Deck, glaube ich. Ja, aus dem Deck mal. Ja. Wäre auch ein bisschen zu OP. Ist aber auch nicht so schlimm. So, ein Einhornvogel. Kenne ich auch nicht. Was? Monoceros? Was? Ich kenne das wie nicht. Nee. Kannst du einen Finger von Ah, das ist gar nicht mal so schlecht. Okay. Und man specialt ihn, das ist ein Stufe 3 Empfänger. Man kann noch ein Typ Ungeheuer, was man für die Synchro schon benutzt hat. Muss halt ein ungeheuer Empfänger sein, dann wieder zurückholen aus dem Friedhof. Ist gar nicht mal so schlecht, aber naja, geht besser. So, jetzt machen wir Obelisk-Effekt und machen nicht, weil wäre jetzt dumm. Gut. Gut, dann haben wir die auch mal besiegt. Oh, wir kriegen hier nur den André, okay. Die anderen beiden kriegen wir nicht. Oder kommt erst noch, okay. Am Rande der Eliminierung Teil 2. Das geht auf jeden Fall dann im nächsten Part weiter. Wir machen jetzt noch Herausforderungsduell. Wir wollen auf jeden Fall gegen. Gegen Kali spielen, ja. Die spielt Schicksals da am Glück. Und ich würde sagen, wir spielen wieder eine Runde. Ne, wir spielen eine Runde Heroes. Doch, warum nicht? Habe ich lange nicht mehr gespielt. Wir dürfen anfangen. Okay. Interessant. Achso, das Feld ist bei allen 5D-Dingern jetzt so. Okay. Ist ja mal sehr toll. Erstmal den Prisma. Elemental Hero Prisma. Hier wollen wir einen Friedhof haben. Wobei, was greifst du an? Kann jedes Monster angreifen. Ja, okay, das ist ja natürlich dann sehr schlau. Dann kommt nämlich schon mal der Bladed rein. So, dann können wir auch schon mal den Whiteheart suchen. Und können auch schon mal fusionieren. Macht zwar eigentlich jetzt in der Runde überhaupt keinen Sinn, aber. Wobei, wir könnten auch noch auf Wunderfusion warten und erstmal ein absolutes Hero holen. Wäre eigentlich sogar schlauer. Halt. So, dich und dich. Ist schlauer. Ja, wenn die ihn jetzt killt, dann killt sie auch ihre eigenen Monster. Also von daher. Ist auch einer meiner Lieblingselemente halten. Weil die alle cool sind. Fast alle. Zukunftsvision, die nervigste Spielzauberkarte ever. Fast. Ja, ist klar. Mach erstmal Burn Damage. Nee, mach die nicht, nee. Ach so, okay. Sie muss die in offene Angriffsposition beschwören,
Und dann kommt der Effekt. Ach so. Okay, gut. Gut, weiß ich Bescheid. Ich dachte, egal in welcher Position. Okay. So. Maxi ist gar nicht mal so schlecht. Wir können sowieso noch nicht angreifen. Noch nicht. Okay, du verteidigst dich weiter. Ich würde mal langsam gerne Poli ziehen. Eine Poli. Eine Wundervision. Das ist auch nicht schlecht. Allerdings, ja doch, Wildedge bringt uns recht viel. Aber ich wollte jetzt eigentlich Dings fusionieren, die beiden hier zum Beispiel, damit der Effekt aufkommt. Aber wir warten noch eine Runde. Maxi will ich noch behalten. Angreifen können wir noch nicht. Und Wildedge machen wir nächste Runde. Wobei hätten wir von die Runde machen können, dann hätten wir den Effekt von Zukunftsvision umgangen, aber egal, ist nicht so wichtig. Er verteidigt sich weiterhin. Eine verdeckte. So, König des Sumpfes. Ach, du kommst mir gerade richtig gut gelegen, auf jeden Fall. Da ist uns Wild jetzt sogar eigentlich egal. Eigentlich sogar. Dann machen wir nämlich erstmal eine Fusionsbeschwörung. Ich würde sagen, wir holen Trinity raus. So, jetzt mal die drei. Ja, und durch den Effekt von Absolute Zero wird das ganz fett gekillt. Jedenfalls die Monster meines Gegners. Ist immer wieder schön mit anzusehen. So. Ach so, auf die Fusionsbeschwörung kommt das jetzt nicht. Okay. Ach so, ja, nur bei Normalbeschwörung. Ja, okay. Mein Gott. Kartenlesen ist Vorteil. Wir könnten jetzt noch den glänzenden Flügelmann machen. Das will ich auch. Wenn wir schon zwei König des Sumpfes im Friedhof haben, warum nicht? So. Jetzt muss ich mir Trinity nochmal kurz durchlesen. Ich glaube, der macht nur Kampfschaden, wenn er gegen Monster kämpft. Nee, genau, die Karte kann nicht direkt angreifen. Ja, okay, stimmt. Gut. So, kriegst aber trotzdem schon mal 4000 Damage. Schicksalsdame Licht. Du specialst jetzt was durch die Licht, würde ich sagen. Glaube ich. Habe ich so in Erinnerung. Ja. Gut. Wirst Tricks. So, eiliger Notruf. Brauchen wir eigentlich gar nicht zu aktivieren. Eigentlich nicht. Ja, du gehst ja nur auf die Grundattacke. Du kannst dich direkt angreifen, weil ich jetzt vollkommen vergessen habe. Oh, ich Idiot. Und ich lege mir den Effekt auch in der letzten Runde noch durch. Ja. Ach ja, egal. Nicht so wild. Wobei, du hast wie viel? Ah, mein Gott, ey. Ist eigentlich auch egal, wir haben eh gewonnen. Deswegen. Außer da kommt jetzt irgendeine Spiegelkraft oder sonst irgendwas. Nö. Win. Ja, ein paar Kärtchen. Jo, gegen wen duellieren wir uns jetzt? Jetzt gegen. Ich würde sagen, jetzt gegen Slayer. Geist der Psi. Nochmal gucken, was du so drauf hast. Jetzt klatscht er uns Omega um die Ohren.
Die Hand ist ganz okay. Aber ich will eigentlich nicht anfangen. Nicht wirklich. Ja gut, Alien verdeckt und das war's eigentlich. Notfallteleport. Der hier übrigens auf 2 ist. Nur mal so angemerkt. Turbo-Teleporter, der ist gut. Wo bleibt das Maxi? Das hätte ich jetzt gut gebrauchen können. Und zwar richtig gut. Ach ja. Dritter Gedankenherrscher, oder? Nee, Hyper-Psi-Springer. Okay. Noch ein E-Tele. Ja, ist klar. Jetzt Barkion oder was? Nee, kommt nicht, nee. Ja, heil dich mal noch. Oh, heftig. Und jetzt? Psi-Albtraum. Okay, erstmal Effekte lesen. Ja gut, das ist nicht so. Achso, okay. Dachte, wirft jetzt eh zu viel ab, okay. Das ist trotzdem nicht so schlimm. Oh, Prisma. Elementale Hero Prisma. Ja, okay. Muss überlegen, wir haben 3 Helden. Das heißt Trinity und ab geht die Post. Eigentlich. Wäre das Schlauste. Aber gewonnen haben wir deswegen trotzdem nicht. Weil Trinity einfach ein richtig geiler Turn ist. Dem aufs Feld zu klatschen und den dreimal angreifen, dann BAM! Was machst du? Okay. So. 1-4. Und Nummer 2000. Und dich setten wir mal. So. Oh, jetzt machst du nicht mehr so viel. Wow. Erst so richtig krass loslegen und dann kommt sowas. So. 2,5 hat der jetzt schon, ey. Nur eine Beschwörung, der kriegt ja auch Push durch. Das Maxi. Ja, Maxi, du kommst so ein bisschen spät. So ein bisschen. Ja gut, wir können den Geier machen, ja. Den Geier. Den können wir machen. So. Dann haben wir, dann, ach mein Gott, ey, dann halbieren wir mal die Attika. Ist immer schön. Wobei erst mit Trinity angreifen. Der macht ja, der darf man nicht direkt angreifen. Jetzt holst du den da aufs Feld. Der stärker ist als der hier. Ja, okay. Ist blöd. Egal. Ich denke, wir haben verloren. Ich denke schon. Ja. Okay. Gut, das war es auf jeden Fall auch schon für den Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Wiedersehen.